Florian Fitz möchte heute mit dem Dresdner Künstler Markus Göpfert ein Bild malen. Auf diesem Bild werden Muffins zu sehen sein. Das ist das Einzige, was er weiß. Keine Ahnung, warum er das malen soll. Ich kenne Muffins, ja. Muffins, Schokomuffins, Blaubeermuffins, sowas. Ne? Dieser Mann hat den Muffin erfunden. Nein, es waren nicht die Amerikaner. Das kleine Ding kommt wie sein Schöpfer Markus Göpfert aus Dresden und deshalb heißt es auch Muffin statt Muffin. Der Muffin ist eine bunte Figur mit drei Fingern, drei Zehen und drei Haaren. Er sieht lustig aus, macht lustige Sachen, nur sein Name bedeutet eigentlich das Gegenteil. Eigentlich kommt es von Mufflig. Ja, Mufflig, ne? Muffin. Nur dann halt die Substantivierung irgendwie davon. In der Walentowski-Galerie im Taschenbergpalais in Dresden schaut sich Florian Fitz die muffeligen Gesellen ganz genau an. Die Bilder von Markus Göpfert sind so bunt, eigentlich müssten sie auf Florian Fitz abfärben. Heute bin ich jetzt tatsächlich nicht so bunt angezogen, aber ich habe auch ein paar bunte Hemden. Hey Markus. Hi Florian, let's go. Okay. Markus Göpfert wird mit Florian Fitz zwei Muffins beim Radelausflug malen. Der Große sitzt faul im Sattel, der Kleine macht die Drecksarbeit. Der ist mufflig wieder, hat die Nase voll, weil der Große wieder oben sitzt und sich bedienen lässt und bricht sich hier bei der Luftpumpe noch den Hebel ab. Dann ist noch ein Schlauch von der Luftpumpe, ein Loch drin. Und ihm gelingt irgendwie nicht so richtig. Und er kommt ganz schön ins Schwitzen. Dann müssen die Jungs ja nur noch die Rollen verteilen. Ich glaube, ich bin älter als du, oder? 67? 69. Ja, bin ich der Große. Er pumpt auf. Ja. Damit ist es geklärt. Der Altersvorteil nützt Florian Fitz aber nichts, denn malen muss er trotzdem. Und das kann ja nicht so schwer sein, sagt der Markus, der mal Zimmermann war, dann Musiker und irgendwann auf Maler umgeschult hat. Also bis auf Geige spielen kann ich eigentlich alles. Bis auf Geige spielen, ja. Geige spielen ist wirklich. Kann ich ja ganz gut. Florian Fitz kann auch viel. Er kann Englisch, Italienisch und Berlinerisch. Und er kann Fahrräder reparieren. Und wie man sieht, auch malen. Gerade lernt er etwas ganz Neues: Geduld. Ich bin eigentlich ungeduldig. Aber hier, das ist mehr Konzentration. Und da bin ich auch ganz gut drin. Noch besser geht's natürlich mit Musik. Vielleicht müsste sie nicht ganz so laut sein, denkt sich Florian Fitz, sagt aber nichts. Auf jeden Fall hat Markus Trommelwirbel den Endspurt angekündigt und es sieht so aus, als fiele der Radelausflug ins Wasser. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, eine Farbe mischen. Ne? Also so jetzt hier ein Gelb noch mit rein, so Farbtupfer setzen, wenn du möchtest. So. Aber Florian will einfach nur eine schwarze Wolke malen. Ich wollte auch ein bisschen halt den Gegenpol darstellen. Also es ist alles sehr fröhlich und sehr bunt, ne? Kennen wir auch alle, das ist ganz toll. Aber es gibt halt immer nicht nur die eine Seite, es gibt auch die andere Seite. Also es gibt zum Tag gibt es auch die Nacht. Und für Markus sind in der Nacht alle blau, hellblau. Und damit sind die beiden Muffins fit für ihre Radeltour. So, fertig. Muffin und Muffin radeln durch Dresden. Ganz so bunt wie in der Kunst ist es im wahren Leben nicht, wenn Markus Göpfert seinem neuen Malerkollegen Florian Fitz die Heimat zeigt. Aber es gibt zumindest keine schwarzen Wolken.